Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splatoon 2 mit Balui. Ich bin Balui. Hallo. Und ich glaube, Mozzaroni ist auch wieder dabei, wie in der letzten Folge. Hi. Wir haben aber neue Waffen genommen. Genau, ich habe jetzt den Kalligraphen. Den wen? Den Kalligraphen. Gesundheit. Ich muss noch synchronisieren. Hau, hau. Okay. Ich habe. Was ist denn das? Das ist so ein. Okay, der Blaster fliegt nach vorn, explodiert dann. Okay. Das ist also quasi wie der Pinsel, den ich letztens gespielt habe. Ja, aber das ist, gefällt mir. Vielleicht ist das ja meine Waffe, da muss man nicht so zielen, weißt du? Luddi-luddi. Oh nein, diese Map ist auch so groß. Ich möchte wieder kleinere Maps haben, nicht alles, wo oh, so riesig ist. Ich habe keine Tinte mehr. Oh. Das Problem ist an dem Blaster, der reicht nicht so weit. Wenn ich das hier so richtig sehe, der explodiert, aber boah, der ist echt nicht so, die Distanz ist nicht so geil. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von dem Ding, wie es genau funktioniert. Ah, ich vergesse ständig Tinte aufzufüllen. Was ist denn meine Waffe? Ah, ist schon wieder hier so ein Spoiler hier. Was kann ich denn als... Du hast zu wenig Tinte. Ja, das habe ich auch gemeint. Aber wenn ich jetzt hier hinten weiter sprühe... Gibt ja auch immer Waffen, wo man dann in der Luft dann... ihr habt mir ja gesagt, ich so mit dieser einen Rolle hätte ich in der Luft da ein bisschen mal rumschlagen sollen. Das wäre der Bringer gewesen, aber habe ich ja nicht gemacht. Also, besser gesagt, ich habe eure Kommentare dazu leider zu spät gelesen. Das weiß ich dann fürs nächste Mal, wenn ich Farbroller spiele, was man da machen muss. Hutschepau! Tschüss! Ich weiß gar nicht, wie ich so lange überlebt habe. Ah, du hast jetzt einen Pinsel? Ja, ich glaube, das ist, keine Ahnung. Ich mal hier unsere Base an, würde ich sagen. Fängst schon mal mit an. Ich denke, das ist meine Aufgabe. Aha, aua, aua, ah, heiß. Heiß, aua, Mann, oh. Was machst du denn? Da sind zwei Leute gewesen, die haben mich angegriffen von hinten. Das war einfach nicht fair. Fies. Also ich bin auf jeden Fall schon mal nicht der Beste, Base anzumalen. Leute, schreibt mal wieder in die Kommentare, wie man diese Waffen spielt, die wir beide wieder spielen. Was ist so die optimale Vorgehensweise? Ihr habt meistens den besseren Plan davon als Miri und ich. Ja, wir haben schließlich auch nicht mal das erste Splatoon gespielt. Also richtig, also wenn ihr da geile Tipps für uns habt, immer gerne raus damit. Ihr seid uns mehr Hilfe, als ihr glaubt. Und ihr habt auch gesagt, es ist egal, ob man in der Tinte campt, also stehen bleibt, oder ob man... Da ist schon wieder einer. Hamazzaroni! Also es ist egal, ob man stehen bleibt oder sich bewegt. Das die Tinte regeneriert immer gleich. Das ist immer schön, wenn man die Leute kennt und dann weiß auch, wie man sauer sein. Ich will von dir keinen Kommentar mehr lesen. Nie wieder. Der ist doch jetzt nur neidisch. Yo, Miri, yo. Ich wurde zwar auch gekillt, aber das von war, mir, oder? Das war's wert. Du bist ein Arsch. Das war's wert. Das war's wert. Oh, Mann. Oh, cool. Oh, der ist geil. Oh, was machen die beiden denn? Oh, wo bin ich denn da? Wo habe ich mich denn dahin geportet? Hurche Magie. Ha, der Sniper. Ha. 10 Sekunden noch bis zum Start. Oh, ist das schon fast zu Ende? Ja, irgendwie ja. So, dann gehen wir mal schnell in die Mitte hier. Die Mitte wird mein. Los, hier noch hier. Ja, okay. Da ist noch ein Nebel glaube, in der Luft. Das haben wir verloren. Oh. Okay, wie wir hinten rumgerannt sind, aber ja, hat's auch gemacht. Oh, das wird ja, wir so knapp, Alter. Da rechts habe ich noch versucht, in die Mitte reinzukommen, hat aber du nicht mehr siehst ganz meine gesehen. Spur am Ende, die ich gezogen habe auf eurer Seite. Scheiße, ich Alter, mit der Waffe war nochmal nichts. Aber ich habe 3 Leute erwischt. Ja, ich habe 2, da war eine Mini. Ja, aber das ist immer so, wenn man eine neue Waffe hat, muss man erstmal üben, wie richtig die funktioniert. Richtig. So, ist auch nicht schlimm, wir machen einfach weiter, nächster Kampf. Wir probieren ja alle möglichen Waffen aus. Dass ihr seht, wie gut wir damit sind. Oder auch nicht. Mozzaroni geht nicht. Der sagt, jo, ich darf in Miri. Wir haben auf diese Lobby gerade eben übrigens 5 Minuten gewartet, bis die voll ja, wurde. Ja, das stimmt. Und jetzt schon wieder leer. Das ist super. Also teilweise ist das echt grenzwertig, wie lange man wartet. Da war dann einer dabei, der ist gegangen, weil das ihm zu lang gedauert hat. Und 3 Minuten später ist er wieder reingejoint und ist sofort wieder gelieft. Ja, das war weil er wahrscheinlich nicht nochmal in unsere Lobby wollte. Weil du kannst ja nicht einfach lieben, du musst ja das ganze, deine ganze Switch ausmachen. Nein, wer hat uns verlassen? Wieder. Verräter. Bitte. Komm zurück. Ach Mann. Das ist fies. Ich habe Wartezeiten. Go, 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 go.
Und diese Musik macht mich aggressiv. Leider bin ich wieder kleiner Fisch mit der Waffe, ne? Wieder mit 0-0. Ja, ich auch. Ich bin 1-0. Ja, du hast doch gerade 1-0 gewonnen. Ach, stimmt, wir haben ja gewonnen. Ich glaube, wenn man gewinnt, kriegt man einen Punkt. Wenn man verliert, verliert man einen halben. Richtig? Weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie hoch du bist, keine Ahnung. Aber bitte, ich habe recht. Kommt schon einer. Komm, eins Person. Ein kleiner. Einer. Bitte. Komm schon. Bitte, bitte. Ich habe auch schon wieder nicht getwittert, dass wir aufnehmen. Ist schon wieder. Da, siehst du, Mozzeroni schreibt schon wieder hier. Ich retweete das jetzt hier. Ich weiß, habe ich vorhin schon bei unserer ersten Aufnahme. Jetzt mal wieder Splatoon mit Miri und Balu. Los, join alles Splatoon. Bitte. Das ist Splatoon 2 auf der Switch, nicht? Genau. Ja. Wir spielen das übrigens auf der Switch. Genau. Für die, die gefragt haben, obwohl es bei mir sowohl im Titel steht, als auch in der Videobeschreibung, aber wir spielen das auf der Switch. Überraschung. Ja, Überraschung. Könnte es jetzt mit Bitte losgehen? Da! Ricky, du hast uns erlöst. Ich danke dir. Die ganze Lobby dankt dir. Und es geht los. Oh, Permut-Akademie. Besser als die andere Arena. Ah, das sind, ich glaube, das sind beides die Arenen, die ich am wenigsten mag. Naja. Es gibt drei Arenen, die kann ich überhaupt nicht leiden. Und die zwei gehören jedenfalls dazu. Sind wir in einem Team? Nee, sind wir nicht, ne? Ich bin mit Zeron. Und Panda. Was ist denn meine Ultimate? Das ist schon wieder so ein blöder Sensor, ne? Oh, ich hasse den Sensor, der ist scheiße. Oder ist das jetzt wieder was anderes? Ich verstehe das nicht. Außerdem lädt sich hier die Tinte voll lahm aus von dem Blaster, Heini. Also ich kann jetzt hier immer Raketen, also schießen. Es ist schon Farbe, aber das dauert echt ewig, bis hier irgendwas... Bis ich irgendwas bunt kriege, dauert das schon eine Weile. Deswegen bin ich ja nicht so genau, nicht so sicher, ob diese Waffe nicht eigentlich nur ein Troll ist. Halt, halt, stopp. Halt, stopp, jetzt red ich. Toll. Au. Motze, Blödmann. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn einfach. Ich will nicht mehr, dass er mit mir spielt. Oh, ja, Pech. Er muss mich ja nicht töten. Dann darf er wieder mit mir spielen. Er darf dich nicht töten. Genau, das ist die Regel. Wer mit mir spielt, darf mich nicht töten. Das ist genau wie damals bei Pokémon. Man darf mich nicht verwirren, nicht polarisieren. Das waren die Regeln. Die galten halt mal auf meinem Kanal. Dann kam Miri. Und dann galt alles irgendwie gar nicht mehr. Ah, verdammt! Da ist ein blöder Sniper, Mann. In eurem Team ist ein Sniper, habt ihr sowieso schon verloren. Was? Ihr habt einen Sniper im Team, dann... Au! Da haben wir verloren, ja, richtig. Ja. Ja, die stehen meistens nur rum und färben halt nichts ein, ne? Richtig. Und besonders gut sind Sniper in der Regel auch nicht. Nein, da kommt Schwammraketen. Bitte irgendwo, wo es egal ist. Nein, das ist nicht egal, wo es gelandet ist. Muss man wieder alles überfärben. Auf geht's. Ups, da... Da! Was um alles in der Welt ist denn das hier schon wieder? Was ist denn das? Das war ein Roboter, der von hinten an dich gerade gelaufen ist, um dich umzubringen. Ah, ich bin ein Roboter. Das ist nicht fair. Ein Roboter, Bobby. Das ist einfach nicht nett von der Bombe gewesen. Verstehe auch noch nicht so ganz, wie diese Explosion meiner Waffe funktioniert, ehrlich gesagt. Macht die jetzt viel Schaden? Oder ist die einfach nur scheiße? Also Leute, schreibt mal in die Kommentare. Mich interessiert das sehr. Ist diese Waffe gut oder ist die Waffe scheiße? Will ich wissen, dann spiele ich sie nicht mehr. Aber was soll ich was spielen, was scheiße ist? Vor allem habe ich keine Tinte mehr! Auf nimmer wieder! Was machst du denn da? Du machst alles gelb. Hör mal auf damit! Ich habe mir gerade sehr viel Mühe gegeben, das alles rosa zu machen. Du blöde Kuh, was alles wie gelb? Finde ich auch. So, geh sterben da. Ja, geht doch, ey. Ja, ihr wart auch zu zweit. Du hast hier nichts verloren, das war meine Region hier. Das ist meine Strandwiese hier. Das hab ich so schön gemacht. Ja, das war's jetzt mal. Nein, jetzt bin ich nicht richtig vorwärts gekommen. Das hab ich schon wieder gewonnen. Oh, Mist. Ich bin Demiri. Wieso schon mit. Nein! Ich hab gesagt nein! Ich hab versucht so viel. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, das habt ihr gewonnen. Aber die vorige Runde habt ihr ja gewonnen, also. Ja. Yay! Wuhu! Ich war trotzdem bestimmt schlechtes da. Das war nicht ich am Ende vielleicht ein bisschen schneller vorangekommen. Ich bin leider. Da die Map ja so viele Sachen hat, wo man nicht als Tintenfisch durchkommt und schon wieder schlecht ist. Leute, die Waffe, die gefällt mir also noch weniger als das, was ich gestern gespielt habe. Gestern war ja immerhin noch... Vorgestern meinst du?
Wir bringen das alle 2 Tage, das Spiel. Ja, aber doch nicht, wenn... Aber Lovers ist doch zu Ende. Also bringen wir es jeden Tag? Das war für Samstag, Sonntag. Okay. War das nicht okay? Leute. Heute Sonntag. Heute ist Sonntag anscheinend. War es nicht richtig? Okay. Können wir nachher nochmal drüber reden. Nein, ach Quatsch, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, okay. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wenn es nicht stimmt, dann... einen schönen Montag. Dann bin ich ein Zeitreisender. Also entweder haben wir heute Montag oder Sonntag. Könnt ihr euch dann aussuchen. Oh, ja. Sucht euch das aus. Sucht euch den Wochentag aus. Würdet ihr lieber einen Sonntag haben oder einen Montag? Ja, je nachdem, wann ihr das sagt. Vielleicht guckt ihr das ja auch montags morgens, ne? Also schreibt doch mal den Wochentag rein, wenn ihr euch das Video anguckt. Das ist sinnvoll. Wow. Oh, und dann kommen neue Leute auf das Video und denken, warum steht da überall Montag in den Kommentaren? Was los mit denen? Der Superboss ist gejoint. Wir haben alle keine Chance. Oh, der Superboss. Super, super Laden. Jetzt, wo der Superboss da ist. Oh. Und da ist einer mit Dollarzeichen. Oh nein. Und rate, wer liefen wird. Wir haben 2 Level 1, die haben beide immer das Potenzial zu AFK nein, zu sein. Nein, Dollarzeichen leider. Ist schon... Ja, gut. Lass uns in einem Team sein heute. Heute waren wir noch nicht in einem Team. Komm schon. Oh. Und wir sind... Ich bin die ganze Zeit mit Mozzaroni in einem Team. Ja, toll. Du die ganze mich. Zeit. Das ist so krass. Ich meine, wenn ich nochmal diese... Ach, diese Arena ist auch nicht mega viel besser. Nein. Also Leute, ich weiß nicht, was eure Lieblingsmap ist. Meine Lieblingsmap ist definitiv die Muränentürme. Ich weiß nicht warum. Ja, ich finde aber ich finde cool. Die am coolsten von all. Ich habe zwar viel über diese Map gelästert, aber es ist immer noch meine Lieblingsmap. So nach allem, was ich so jetzt bisher an Maps gespielt habe. Die ist halt kompakt. Man weiß, wo man sich trifft. Es ist immer diese Mitte. Du hast halt nicht zu viel. Ja, da kommt einer. Und das ist so Tower Defense irgendwie. Ne? Ja, und super, super Boss hat mich getötet. Superboss, du Arsch. Weil ich habe mich schlecht verhalten. Aber ich habe immerhin seine Kugel abgewehrt. Er wollte mit seiner Kugel in mir explodieren. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich weggeschubst. Interessanterweise kann meine Waffe so eine Kugel wegschubsen. Wie eine Kugel? Ja, diese Farbkugel, wo du dich drin verwandeln kannst. Ah, diese Sphäre oder wie die heißt. Ja, genau. Und ich habe ihn einfach angeschossen. Dann ist die Kugel bis nach Timbuktu geflogen und hat mir keinen Schaden gemacht. Allerdings seine Rolle danach schon. Das war fies von dir. Du meinst, das war fies von ihm? Nein, eigentlich nicht. Warum ist eigentlich gar keiner in der Mitte außer mir? Und ich so mit meinem Pinsel. Ich pinsel doch mal. Könntest du mal aufhören, da alles Lieder zu machen? Oh. Nein! Aua, aua. Ich habe auf den Tisch gehauen. Aber an einen Finger eingeklemmt. Ja, ich glaube, da hätte ich nicht durchlaufen sollen. Gibt es eigentlich nur ein Lied hier? Oder gibt es auch mal mehr Lieder als nur eins? Die Lieder. Ja, hier so als Hintergrundmusik, während man spielt. Ich habe das Gefühl, es ist immer das gleiche Lied. Na, ich habe dich aber auch erledigt. Ja, okay. Gleiches, warte mal, Auge um Auge. Irgendwie mag ich die Ultimate Tinte, nicht ganz so. Tinte um Tinte, Strahl um Strahl. Ja! Tinte um Tinte, Strahl um Strahl. Viel gut. Super Boss, du bist ein blödes Arsch. Wollte ich dir nur mal persönlich sagen. Wenn du mir gegenüberstehen würdest, würde ich das auch sagen. Und wenn du in meinen Kommentaren schreibst, dann nicht mehr. Dann bist du lieb. Du bist ein netter Freund. Und ich wollte schon immer mal gegen dich spielen. Und ich hoffe, du gibst einen Daumen nach oben. Gib einen Daumen nach oben. Auch wenn wir dich beleidigt haben. Ja. Ich weiß nicht. Ich als Shooter lösen in einem Aggressionen aus, die man sonst nicht hat. Wobei... Ich glaube, die Aggression habe ich auch so. Was ist denn da los hier? Was? Oh, Motze, blöd, Mann! Dieser, ach, da geht mir doch... wenn ich den sehe, ich bin instant tot. Ich habe gar keine Chance gegen den. Aber die Runde habt ihr, glaube ich, gewonnen. Keine Chance. Da kommt wieder Miri und ich bin Miri. Kann alles pinseln. Das sieht nicht gut aus. Oh ja. Schon wieder. Weißt du, wir lassen uns immer aus der Mitte rausdrängen. Ja, wer die Mitte hat, hat meistens gewonnen. Ja, du hast da das Controlling. Scheiße. Na gut. Aber gut, Miri, du darfst jetzt was tun. Ist das schon die Lesson? Ja, das ist schon die Lesson. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet bei Baloui vorbei. Und schaltet bei Miri vorbei. Genau, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt schön feurig. Tschüss.